20 unglaublich peinliche Torwartfehler. Okay. Das ziehen wir uns rein. Schauen wir mal. Der krassesten Torwartfehler. Du bist der letzte Mann, der Kieler. Und lasst uns mit dem Torwart Artem Gomelko beginnen. Denn bei einem Spiel in der weißrussischen Liga, da machte er das. Der Ball wäre nicht mal ins Tor gegangen, wenn er da nicht so ungeschickt eingegriffen hätte. Ich bin mir sicher, beim nächsten Mal wird er zwei Hände benutzen. Aber okay, das war die weißrussische Liga. Aber macht euch bereit für krasse und peinliche Fehler von den besten Torhütern der Welt. Und was ist das? Das gibt's doch gar nicht. Zum Beispiel diesen hier aus der Bundesliga. Wir sind im Jahr 2004 und Leverkusen spielte bei Schalke. Leverkusen führte 2:1 und dann auch noch das Elfmeter. Und wer schoss die damals? Hans-Jörg Butt, der Torwart. Und wenn ihr jetzt denkt, der haut den daneben. Nein, eiskalt versenkt. Doch dann passierte das. Butt jubelte beim Weg zurück ins Tor, aber das Spiel war schon wieder angepfiffen. Und Mike Hanke schoss den Ball über die Leverkusener Mannschaft ins Tor. Sieht einfach doof aus. Aber nicht so doof wie bei unserer Nummer 18. Denn Torwart Khalifa Aldosari verrechnete sich ein wenig bei diesem langen Ball. Oha. Hat drüber gesetzt. Da waren gerade erst 9 Sekunden gespielt. Kein guter Start in den Arbeitstag. 9 Sekunden. Leute, wir müssen über ein Klischee sprechen. Englische Torhüter. Es heißt ja, die sind bekannt dafür, öfter mal daneben zu greifen. Und naja, Keeper David James bestätigte das des Öfteren. Wir sind im UEFA Cup der heutigen Europa League. 2008 spielt Portsmouth gegen Wolfsburg. Und jetzt Achtung, was macht James gegen Misimovic? Unglaublich. Was für ein Geschenk. Wolfsburg gewann 3:2. Und nicht vergessen, der Typ war ganze 53 Mal. Er war auch im Tor gegen Manchester United, wo Ronaldo dieses krasse Freistoßtor gegen Portsmouth gemacht hat. Ey. Für England im Tor. Aber wie wäre es mit diesem Schnitzer bei der WM 2010? Alter, sieht das sah ja richtig krass aus mit dem Stadion, ne? Heftig. 2010 Südafrika war das, ne? Jabalala. 2010. England spielte beim Auftakt gegen die USA und ging schnell in Führung. Doch in der 40. Minute passierte das hier. Aber so den hält der normalerweise. Klar, du bist Fußballprofi, aber du bist ja trotzdem dadurch nicht perfekt. Du kannst auch Fehler machen. So klar, sollte es unwahrscheinlicher sein, dass du Fehler machst als einer, der nicht Profi ist. Aber Fehler können halt passieren, ne? Manchmal sind sie gravierend, manchmal nicht schlimm, aber. Ja, ich kann schon verstehen, es ist kein schönes Gefühl. Also im Schlaf. Trainer Capello kann es nicht glauben. Unser nächster Torwart ist zwar kein Engländer, aber sein Schnitzer passierte in einem extrem wichtigen Spiel in England. League Cup Finale 2011 zwischen Arsenal und Birmingham. Arsene Wengers letzter Triumph war bereits 6 Jahre her. Birmingham ging in der 89. Minute, alles roch nach Verlängerung. Chesney greift nicht wirklich zu und Martinez nimmt die Einladung dankend an. Birmingham gewann und Arsenal musste weiter auf einen Titel warten. Unser nächster Torwartfehler war bei der Euro 2020. Wir sind in der Gruppenphase und die Slowakei spielte gegen Spanien. Es steht 0:0. Martin Dubravka versucht sich als Beachvolleyballspieler und haut sich den Ball ins Tor. Einfach Beachvolleyball. Okay, er schaute genau in die Sonne, aber trotzdem, was für ein Fehler. Spanien gewann am Ende 5:0 und für die Slowakei war nach der Gruppenphase Schluss. Unsere Nummer 13 ist einem der besten Torhüter von Manchester United gewidmet. Nein, das ist jetzt nicht ironisch. Ich rede von Peter Schmeichel. Und der war wirklich der Wahnsinn zwischen den Pfosten. Aber nicht an diesem Tag 1998 gegen Barnsley. Was für ein Fehler, da kann er sich nicht passiert? Rausreden. Und jetzt zu einem meiner Lieblingsclips im Fußball. Dieses Tor ist der Wahnsinn. Es ist der 7. April 2002. Gladbach spielte gegen Cottbus. Gladbach schoss aufs Tor und der Ball wird abgefälscht. Und was ist das? Das gibt's doch gar nicht. Was macht denn da der Pipi? Hey, wer war denn nochmal der Kommentator, Alter? Den habe ich ja Ewigkeiten nicht mehr gehört. War das nochmal? Und was ist das? Das gibt's doch gar nicht. Was macht denn da der Pipi? Ja, wo schaut der denn hin? Eine der merkwürdigsten Szenen im deutschen Fußball. Selbst seine Tochter konnte sich nicht verkneifen, darüber Witze zu machen. Junge, es war nicht mal die Sonne, hat den geblendet. Und hey, Torwartfehler sind immer ärgerlich, aber sie schmerzen ganz besonders, wenn sie gegen einen Stadtrivalen fallen. Derby in Liverpool, Everton gegen Liverpool. Everton kämpfte und es stand unentschieden. Wir sind in der 6. Minute der Nachspielzeit, das Spiel war so gut wie vorbei. Ja, ich spare mir jetzt einen Witz über den englischen Torhüter, aber gut schaut es nicht aus. Klopp dagegen konnte sich sehr darüber freuen.
Und schon sind wir in unseren Top 10 angekommen. Hier wird es richtig kurios. Ich meine, das davor war nur ein Torwartfehler. Wie wäre es mit zwei Fehlern hintereinander? Was? Zweimal am Ball vorbeitreten. Haitis Keeper Duverga machte wirklich keine gute Figur beim Spiel gegen Kanada. Aber auch diese Nummer war zum Haare raufen. Es gab Einwurf beim Spiel Birmingham gegen Aston Villa im Jahr 2002. Ohne bedrängt zu werden, springt Enkelmann der Ball über den Schuh und ins Tor. Eines der kuriosesten Eigentore jemals. Und das, obwohl das Tor hätte gar nicht zählen dürfen. Denn normalerweise muss ein Spieler den Ball berühren, bevor dieser nach einem Einwurf ins Tor fällt. Half alles nichts, der Schiedsrichter gab es trotzdem. Und auch unser nächstes Tor kam durch einen Einwurf zustande. Es ist der erste Spieltag der neuen Saison 1982. Der FC Bayern hatte gerade einen neuen Torwart gekauft, Jean-Marie Pfaff. Bei seinem ersten Spiel ging es gegen Bremen. Und in der 41. Minute gab es Einwurf aus 35 Metern. Pfaff lenkt den Ball noch ab, sodass das Tor zählte. Ne? Der hatte sich den Einstand bestimmt anders vorgestellt. Und auch bei unserem nächsten Fehler sind die Bayern mittendrin. Wir sind im April 2023. Da war ich schon live dabei, ey. Und Bayern empfängt Dortmund. Es geht um die Tabellenführung. Unglaublich, was für ein Fehler in einem der wichtigsten Spiele in seiner ganzen Karriere. Dieses Gesicht sagt alles. Und wir bleiben in Deutschland für unsere Nummer 6. Zieler schaut nicht mal auf den Ball und berührt diesen dann noch leicht. Der Stuttgarter Spieler versucht noch zu schreien, geholfen hat es nichts. Was für ein Fehler, aber lustig zum Anschauen. Und an alle, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich mit der italienischen Liga? Die Nummer 5, die ist für euch. Florenz spielte 2016 gegen Sassuolo. Der Abwehrspieler spielt einen Pass auf den Torwart. Incredibile! Und der kann es selber nicht sowas glauben. Er haut sich das Ding selber ins Tor. Mein das Vater hat mir gesagt, du musst auch den linken Fuß trainieren. Und jetzt weiß ich, warum. Okay, ins eigene Tor schießen sieht doof aus, aber kann irgendwie schon mal passieren. Aber unsere Nummer 4 ist so skurril, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Wir sind in der zweiten französischen Liga. Cannes spielt gegen Grenoble. Was macht der? Der Torwart wirft den Ball in sein eigenes Tor. Ich hab's euch gesagt, ich bin sprachlos. Und die Top 3, die kommen erst noch. Für unseren Platz Nummer 3 geht es zurück nach England. Im November 1997 spielte Newcastle gegen Coventry. Shay Given war einer der zuverlässigsten Torhüter. Shay Given, Alter, der Name sagt mir was. Shay Given. Premier League. Langer Ball und er fing diesen ohne Probleme ab. Taken though by Shay Given. Shay Given doing Dublin comes back on a turn. Der Stürmer Dion Dublin konnte sein Glück selber nicht glauben. Und wie selbstbewusst Given dort steht. Fast wie bei einem Ronaldo-Freistoß. Seitdem schaut er wahrscheinlich zweimal hinter sich. Und wenn ihr nicht wie Given was verpassen wollt, dann klickt lieber den Abonnier-Button. Bald kommt das Video zu den lustigsten roten Karten. Wäre eine Schande, wenn ihr das verpassen würdet. Und jetzt zu unserem Platz Nummer 2. Eine Szene, die man sonst nur aus FIFA kennt. Wir sind in der zweiten Bundesliga beim Spiel Duisburg gegen Ingolstadt. Langer Ball in den Strafraum. Was macht der Torwart da? Steht versteinert im Tor. Als der lange Ball kam, wollte er gerade trinken. Wirklich der schlechteste Zeitpunkt. Aber ein unglaublich lustiges Tor, das wir so wahrscheinlich nie wieder sehen werden. Ich kann das und nicht unsere Nummer 1. Einer der größten Torwartfehler jemals in einem der wichtigsten Spiele. Oh mein Gott. Champions League Final. Auf, Karius. Alle 2018. Real Madrid gegen Liverpool. Ach, du es steht 0:0. Und Luis Karius macht plötzlich das hier. Was für ein Fehler. Und das Fatale, das war nicht sein einziger Fehler. Auch das dritte Tor von Madrid ging auf seine Kappe. Liverpool verlor und kaufte sich einen neuen Torwart für 72 Millionen Euro. Aber hey, genug gelacht über Torhüter. Hier sind die 20 besten Torwartparaden jemals.